Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Mega Man Legacy Collection. Und ja, ich habe nochmal alle Gegner... Na? Ich habe das mal offscreen gemacht. Ach du Scheiße, was erwartet uns jetzt? Okay, nichts, das ist gut. Nein, scheiße, da ist ein UFO. Ach du Scheiße. Ja, super. Gut, wir waren ein bisschen angeschlagen. Es geht weiter. Füllen noch ein bisschen die Waffenenergie auf, das ist gut. So, es ist kurz vor Ende. Schön, dass das so relativ schnell geht. Wir benutzen einfach mal diesen Trick wieder. Okay, dafür sollten wir natürlich auch treffen. Ich mag diesen Trick. Ihr auch? Und vor allem, er gibt lustige Töne von sich. Na komm, stirb, Wily. Yes! War's das? War's das wirklich? Wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Wow, das gab einen Haufen Punkte. Ey, das kenne ich irgendwo her. Und damit lasse ich euch mal kurz mit dem Abspann von Mega Man 1 allein. So, so schnell ging's noch nie und damit hallo und herzlich willkommen bei Mega Man 2. So, wir stürzen uns direkt ins Getümmel. So, da sind wir bei Mega Man 2
und die Musik wird immer epischer und wir bleiben bei normal. Ich bin ja beim letzten Spiel schon leicht verzweifelt. So, wo ist er dann? Wir fangen mit Metal Man an. Metal Man. Metal. Was? Egal. So, ich mach's jetzt mal trotzdem. Sicher ist sicher. Bevor ich wieder verzweifle. Den nehmen wir definitiv mal mit. Kann man immer mal gebrauchen. Warum so bei Endboss kämpfen? Ging hier eigentlich schon? Nein, rutschen ging hier noch nicht. Oder war das auf dem anderen Knopf? Nein. Na klar. Gucken, ob wir hier unbeschadet vorbeikommen. Nein! Natürlich nicht. Boah, raubt man aber ganz schön Leben ab. Komm schon, Mega Man. Du schaffst es. Wusste ich doch. Warum flackert das denn hier alles so? So, zum Ende von Mega Man 1 musste ich ja dazu sagen, das habe ich persönlich vorher nie gesehen. Ich habe es ehrlich gesagt, ach, und jetzt kommen wir auch endlich zu den Objekten, die man aus späteren Spielen dann auch kannte. Ich habe es persönlich früher nie geschafft, Mega Man 1 durchzuspielen. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich das jetzt doch endlich nochmal machen konnte. Mit euch zusammen. So. Ich muss ja sagen, ich bin hier... Oh, komm schon. Ich bin hier ganz... Gerade ganz... Ja, das finde ich gut. Ich bin ja gerade ganz froh, dass es hier den... Knopf für... Ach du Scheiße. Den Knopf fürs Schnellfeuer gibt. So, was erwartet uns jetzt hier? Da unten sind ein paar Kolben, auch nicht schlecht. Wow. Oh Gott, das kann ja nur schief gehen. Oh, da hab ich ganz schön. Okay, das Leben lasse ich jetzt mal Leben sein. Wie viel habe ich eigentlich? Wie sieht das Menü hier aus? Das ist eigentlich dasselbe. Da unten haben wir einen Energietank. Next. Ach, da sind die Leben. Alles klar. Oh, ich könnte natürlich auch einfach mal springen. Okay. Okay. Ich muss dazu sagen, das Spiel habe ich früher auch gespielt. Aber auch leider nie durch. Oh Gott, die Viecher kenne ich noch. Gott, wer hätte gedacht, dass der Autofeuer hier so praktisch wird? Nachdem ich erst später erkannt habe, dass die Legacy Collection das unterstützt. Ach, komm schon. Es ist nämlich einfach... Hier auf dem PS4-Controller zumindest auf Dreieck. Zack. Dauerfeuer. Ah. Die kenne ich noch aus dem Gameboy-Teil. Und da haben sie zwei Schüsse gebraucht, eigentlich. Okay. Ich probier's mal, da hinzukommen. Bei meinem Glück funktioniert das eh nicht. Doch, aber wie komme ich zurück? Okay. Ohne Rush Jet oder sowas. Gab's, glaube ich, in diesem Spiel dann auch. Brauche ich es gar nicht versuchen. Okay. Schön, wenn er verschwindet. Ach, verdammt. Kann ich ihn nicht zerstören? Gut. Und da haben wir auch schon den ersten. Den Metallenen. Den Metal Man. Kann ja nur schief gehen. Hat er das Ding gerade umgedreht? Oh, komm schon. Nein! Okay, wir haben ja noch ein paar Leben. Und starten jetzt mit voller Energie weiter durch. Juhu, juhu. Mich vielleicht doch ab und zu mal ein bisschen aufs Ausweichen konzentrieren. Dann geht's jetzt schon wieder in die andere Richtung. Mann, du bist ein Penner, bist du doch. Jetzt muss ich auch mal ein paar Treffer landen hier.
Ach, da ist schon wieder gelebt. Yes! Yes! Oh, diesmal gegen Ende der Stage nichts mehr einsammeln. So, aller Anfang ist dann immer Get Equipped With Metal Blade. Von unten gab es jetzt, glaube ich, keine Vorschau. Okay, das kam später. Stage Select. Aber wie es weitergeht mit diesem Kollegen hier, seht ihr in der nächsten Folge. Und ich sage wie immer, danke fürs Einschalten. Gehabt euch wohl und tschüss.